Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei Dieselbe Mache hier auf meinem YouTube-Channel. Ich wollte euch heute einfach mal zeigen, nach dem letzten Video-Update Eier legen, was ich alles so unternehme. Ich hatte es ja schon angedeutet, damit die Hühner genügend Nährstoff und Nahrung jetzt bekommen, wo es draußen geschneit hat. Alles ist weiß, die grüne Wiese, die ist nicht nur, dass sie abgefressen ist, nein, sie ist auch mit lauter Schnee bedeckt. Das heißt, die Hühner brauchen Ausgleich. Ich habe hier noch so einen alten, schönen Gasherd, seht ihr hinter mir, so links hinter mir. Da steht noch der Topf drauf, da habe ich gerade ein paar Kartoffelschalen gekocht. Wunderbar, dass man sowas noch genießen kann, oder nutzen kann vielmehr. Und ich wollte euch das einfach mal zeigen. Neben den Kartoffelschalen zeige ich euch gleich auch das Brot, was ich auch von Bekannten bekomme, immer, dieses, was ich einweichen kann, damit dort auch genügend Nahrung für die Hühner und auch noch für die Zähne, die wir noch haben, da ist. Ich zeige euch das einfach mal kurz und dann... Ja, also das ist, wie gesagt, nochmal der alte Herd, der ist noch aus Omas Zeiten. Gasbuttel dort unten dran, schön neu gemacht alles. Schöner Herd und hier seht ihr herrlich die Kartoffeln gekocht, schön weich. Die werde ich jetzt gleich einen Teil davon rausnehmen. Dann vermengen mit dem eingeweichten Brot und dann können sie das ganz lecker wegschnabbeln. Hier seht ihr den Eimer, viele sagen Bütteimer dazu, wohl das eher für Fische zutrifft. Ich glaube, Drangeimer kann man es genau nennen. Ne? Schön das eingeweichte Brot, was sie jetzt gleich bekommen und dann können sie sich wieder darüber hermachen. Ja, da bin ich hier. Okay. Hier habe ich schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr das seht aus der Entfernung, sicherlich nicht. Ich zeige euch das gleich mal in der Aufnahme. Ein bisschen vorbereitet. Die Hühner, die wissen schon, dass es was Leckeres gibt für sie. Die warten schon darauf, kommen alle an. Außer der Gockel, der steht noch da hinten auf der ja, schneebedeckte Wiese sozusagen. Wir werden das jetzt gleich mal hier reinschütten in den Futtertrog. So, da sind sie schon alle. Ich zeige euch noch mal eben schnell den Hahn. Da hinten steht er, einsam und verlassen. Nicht so, dass er nicht herkommen könnte. Aber irgendwie hat er kein Interesse im Moment daran. So, da sind sie schon, die Raubhühner. Da ist das Futter. Ich habe das mal so ein bisschen vermengt alles, ist noch leicht warm, weil wie gesagt, ich habe es euch ja gerade gesagt, das habe ich gerade erst gekocht, die Kartoffelschalen sind jetzt alle mit dabei. So, dann wollen wir mal gucken. Zusätzlich kann man das natürlich auch noch mit Äpfeln oder auch Möhren, sofern man hat, vermengen. Das schmeckt ihnen. Auch die Enten, die trauen sich nur noch nicht so ganz ran, aber die können auch gleich kommen. Ja. Das war es eigentlich heute. Nur mal ganz kurz so ein Video-Update zusätzlich zu dem Update Eier legen. Oha, da schmeißen sie den Eimer um. Im neuen Jahr, ist ja nicht mehr lange, werde ich dann noch wieder ein paar mehr Videos machen, versuchen. Auch ein bisschen unterschiedlichere, individuellere. Einfach mal ganz kurz so nochmal als zusätzliche Ergänzung für das Video Update Eier legen. Jetzt kommt auch der Hahn schon hier ran. Da ist er. Jetzt kommt er und guckt, wo seine Mädchen sind. Was die hier so machen. Wie immer, das war's dann von mir. Seht meine schönen Hühner beim Fressen und beim Schnabbeln. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben klicken. Abonnieren nicht vergessen. Hier oben seht ihr noch einen Teil meiner anderen Videos. Links hinter mir. Rechts den Button vom Abonnieren. Klicken einfach kostenlos. Und unverbindlich, so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, was bei uns passiert. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagen die Selbermacher.